Hallo zusammen. Hi, herzlich willkommen bei My Bonsai & Koi und hey, herzlich willkommen in 2021. Und natürlich wünsche ich euch allen ein tolles, ein spannendes, ein erfolgreiches, ein interessantes, ein lustiges und vor allem gesundes neues Jahr. Ja, blicken wir ganz kurz zurück. 2020, komisches Jahr, aber für mich auch ein sehr interessantes Jahr. Und da wart ihr ganz besonders dran beteiligt. Denn ja, ich habe ziemlich viele Videos angestellt. Ich habe viel berichtet und ich habe von euch viele Views bekommen. Ich habe viele Likes bekommen. Ich habe unheimlich viel Lob und Resonanz bekommen. Natürlich auch viele Anregungen und natürlich auch Kritik. Und die gehört auch ganz, ganz wichtig dazu, denn ich bin immer noch ein totaler Anfänger in der Materie Bonsai und nur so komme ich mit euch zusammen und dank euch auch weiter. Ja, 2021 soll eigentlich genauso weitergehen. Ich habe schon wieder einige Projekte gestartet, um euch eben auch wieder diesen Weg über Winter, Frühjahr, Sommer, Herbst an verschiedenen Bäumen zu zeigen. Ja, ich habe neue Projekte gestartet und natürlich ist es auch natürlich sicherlich interessant, wie es mit den Bäumen, die ihr schon kennt, weitergeht. Weiteres Thema natürlich mein Teich. Da stehen einige Reparaturen, Instandhaltungsarbeiten an. Auch darüber werde ich kurz berichten. Und klar, die Fische. Ja. Was passiert mit meinen kleinen Tosai, die ja jetzt Nisai sind? Werden die größer? Und wenn ja, wie viel? Und schaffe ich es, endlich diese Schwelle zum Jumbo-Koi zu überschreiten? Ja, also 80 cm im Teich schwimmen zu haben. Letzten Sommer haben ein paar Zentimeter gefehlt. 2021 bin ich sicher, wird es endlich klappen. Und ja, es waren viele Videos. Und es waren Stunden vor der Kamera und ihr könnt mir glauben, da ist echt so manches in die Hose gegangen. Und ich habe euch von diesen Versprechern und Hängern ein bisschen was zusammengeschnitten. Outtake nennt man das heute. Ich nenne es jetzt einfach mal Sprechdurchfall. Deswegen wünsche ich euch jetzt viel Spaß bei My Bonsai & Koi und Sprechdurchfall, Sachen, die daneben gehen. Ich freue mich auf euch im Jahr 2021. Ich hoffe, ihr werdet mir wieder so viel zurückgeben wie im vergangenen Jahr und ich bin mir ganz sicher, wir sehen uns wieder bei My Bonsai & Koi. Bis dann, macht's gut. Hallo, herzlich willkommen zu Gartenteich und Kai und Kai und Kai plus Teich und Koi plus Bonsai heißt ab sofort My Garden and Koi. Zwei, drei Worte zu Quick Job bei Gartenteich und Koi plus Bonsai Idiot. Herzlich willkommen bei My Konsai und Boy. My Konsai und Boy. Auch nicht schlecht. Auf My Bonsai and Koi. Quick Stop. Quick Stop. Quick Step. Quick Stop. Quick Job. Ja, so sieht ein Feldahorn aus, wenn er dir die Worte fehlen. Ja, dann ist es einfach so, dass dann nichts dabei rauskommt. Die Hainbuche, obwohl sie Buche heißt, gehört zu den Birkengewächsen und heißt deswegen Bibibibibilla. Ist doof. Komm nicht drauf. Die Hainbuche gehört zu den Birkengewächsen. Und damit heißt sie ja eigentlich den würde ich A auslichten, wie gesagt, und B als Totholz gestalten. Und jetzt haben wir ihn scharf gehält. Ich habe hier endlich mal fürs Totholz auch mal Finger, jetzt hätte ich fast den falschen genommen. Daher daher habe ich jetzt wieder mal den Faden verloren. Und jetzt gefällt es mir überhaupt nicht mehr, was ich hier rede, weil ich rede nur noch Käse zusammen und es ist einfach Käse. Ha! Komme die über kurz oder lang ab.
Ja, und jetzt war ich so weit, es kommt heraus. Wochen und Monaten auch bisher, oder schon einige, eher. Deswegen hier mal wieder der klassische Weg. Nein, nicht der klassische Weg. Hier kommt die Banane hin, du Knallkopf. Da ist sie. Da ist meine Bananenschale. Und schaut vor allem auf eure Ahörnchen. Das war ich so gut. Und jetzt hänge ich. Ja. Und weiß nicht mehr, was ich sagen soll. Aber jetzt doch seine Schönheit in der kleinen Form finden soll. Und jetzt, ich schwätze eine Scheiße raus, das gibt's doch gar nicht. Und das war's dann mal wieder für heute bei Gartenteich und Bonsai mit, jetzt habe ich die Keule vergessen, jetzt muss es schnell gehen. Und, ja, wir haben schon ein klein wenig Sonne. Ich habe einen Vermutlich biete ich den Pflanzen hier so ein tolles Heim, Umfeld. Werde ich mit dem an die erste Position setzen. Natürlich auch. Was wollte ich damit? Optionen bietet. Heute habe ich mir mal vorgenommen, ein klein wenig den Bachlauf entlang zu laufen. Richtig, es sind rote Koi, die auch so ein bisschen eine schuppige Beschuppung haben, die denen ihre Zeichnung. Ich hatte ja ein kleines Break in dem Video sein davon Käse gemacht. Was haltet ihr von dem Format? Wenig Worte, viel Action oder wenig Worte, viel Musik, viele Bilder, keine Ahnung was. Und jetzt machen wir es nochmal kurz. Ja, eigentlich schon, weil das ist ein Wildwuchs, das habe ich nirgends gekört. Lass uns mal auf die Mädchenkiefern schauen. Ja, das war ja das Frühjahrsprojekt. Drei Mädchenkiefer in Folge. Drei Mädchenkiefern. Um ein richtig schöner Show hin zu sein. Mit dem beende ich... Gott! Die Position der Birken, das ist so ein, für mich so... Ja, ne... Ja, eine Kindheit. Ein Acer. Ja, ein Acer Campestre fällt auch. Ja, ein Acer oder Azer. Ein Acer Campestre. Für gewöhnlich auch Feldahorn genannt. Mann, wer hätte mir Ich soll jetzt aufhören, weil es bringt eh nichts mehr. Umtopfaktion Nummer 2 für die Mädchenkiefer in 2020. Seit Ende April stehen die Ahornpflänzchen hier. Seit Ende April stehen die Ahornpflänzchen. Ich habe sie so zusammengesetzt, das ist so eine Erinnerung. In meinem Elternhaus hatten wir auch zwei so Birken, du Idiot. Würde mich natürlich tierisch freuen, wenn hinter mir der Wind auch ab und zu mal nicht so blasen würde.
ja gut. Das ist doch nicht normal, ehrlich. Das ist nicht normal, dieser Dreckswind. Es ist nicht bei jedem Baum jedes Jahr der ganz große Umbruch. Umtopfen, wachsen, riesig gestalten, Totholz oder sonst irgendwas machen. Das Einzige, was jedes Jahr dabei ist, das ist der Wind. Und der kotzt mich an. Danke, jawohl, mehr, bitte mehr. Wacholder, der noch viel was. Habe ich jetzt auf relativ einer Stufe gemacht, weil Rosmarin. Wir schauen jetzt einfach mal, was passiert. Und jetzt habe ich einen Scheiß geredet und weiß nicht mehr, wie ich das Ding zu Ende bringen soll.